Hallo und willkommen. Ich bin zurück. Ich war eine Weile offline und nun melde ich mich wieder zurück. Natürlich wieder mit einem Update-Video. Eigentlich wollte ich nicht mehr so viele Updates machen. Aber na gut, es hat sich ja auch ein bisschen angestaut. Ich habe ja auch schon eine ganze Weile keins mehr gemacht. Ich glaube, es müssten ja schon knapp 2 Monate sein zwischen meinen letzten Update. Ich muss gestehen, ich bin nicht dazu gekommen, allzu viele Sachen zu schauen. Deswegen habe ich ja wieder ein paar dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht allzu viel gekauft. Also dafür, dass es doch einige Zeit zwischen den Updates war, ist es doch nicht ganz so viel geworden. Grüße an Sander von Sandermania. Ich bin wieder online. Hallo. Wir fangen an. Und zwar habe ich mir geholt... Warum, weiß ich nicht. Ich habe angefangen, mal wieder eine Simpsons-Staffelbox zu kaufen. Und zwar, ich bin stehen geblieben mit Staffel 11. Und dann habe ich mir geholt Staffel 12. Ich mag ja die klassischen Simpsons. Und ich habe auch ab Staffel 11 aufgehört, damals vor Jahren die Simpsons zu verfolgen im Fernsehen. Die Folgen haben mir nicht mehr so gut gefallen. Und ich habe mir sie doch mal geholt und bei einer Box ist es dann nicht geblieben. Dann habe ich mir auch noch alle anderen geholt, die bis jetzt erschienen sind, nämlich noch Staffel 13, 14 und Staffel 15. Das ist die aktuellste im Moment. Ich weiß nicht, wann Staffel 16 endlich mal rauskommt. Ich muss sagen, definitiv nicht so gut wie die früheren Simpsons, ganz klar. Aber es ist dann doch nicht ganz so schlimm, wie ich es in Erinnerung hatte. Es sind doch auch einige gute Folgen dabei. Nicht alle. Ich finde, zwar die Storys sind ziemlich abstrus stellenweise. Das ist doch ziemlich am Anfang der Serie waren es doch noch ziemlich realistische Themen, wo die Simpsons hatten, wie Geldprobleme oder sonst irgendwas. Und jetzt wird es hier schon ein bisschen skurril. Die Gaststars, die dabei sind, kommen auf die komischsten Art und Weise drin vor. Das ist nicht sehr originell und die Staffeln sind definitiv schwächer als die ersten 10, aber es sind auch ein paar ganz gute Folgen dabei und es hat Spaß gemacht, da ich diese Folgen überhaupt noch nicht kannte. Und ich muss sagen, jetzt bin ich sogar schon gespannt, wie es weitergeht mit Staffel 16, falls sie dann irgendwann auch mal auf DVD erscheint. Die Verpackung übrigens ab der 11. oder 12. Staffel ist ziemlich chaotisch mit diesem Pappding hier und die DVD ist hier drin eingequetscht. Das ist, ehrlich gesagt, das Cover-Artwork ist immer fantastisch, aber die Verpackungsart, also da sollte Fox doch noch ein bisschen dran arbeiten. Dann habe ich mir geholt, weil ich gesehen habe, dass die Staffeln wieder neu aufgelegt werden, relativ günstig, ich glaube 10 Euro pro Staffel. Mal angefangen mit Futurama, allerdings nur die erste Staffel. Ich finde, Futurama ist ein Tick schwächer als die Simpsons. Es ist auf jeden Fall eine lustige Serie. Ich wollte mir die eigentlich auch schon längere Zeit zulegen, aber die Boxen waren mir zu teuer oder was weiß ich. Und jetzt hier in der Neuauflage zwar ziemlich minimalistisch, nicht mal ein Booklet dabei, aber egal, für 9,99 kann man nicht viel erwarten. Wie gesagt, die Serie ist okay, nicht so gut wie die Simpsons. Mein Lieblingscharakter ganz klar, mit Abstand Bender, einer der lustigsten Charaktere in einer Zeichentrickserie überhaupt. Aber ich tue mich ein bisschen schwer mit Futurama. Habe das früher auch nicht allzu oft im Fernsehen gesehen. Mal gucken, wann ich mir da die nächsten Staffeln hole. Aber es steht jetzt nicht ganz gerade, ist nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Dann habe ich eine merkwürdige Serie mir geholt. Merkwürdige Geschichten, haha. Eine Art Twilight Zone, eine Art deutsches Twilight Zone. Ich bin darauf gestoßen, als ich irgendwas über Twilight Zone im Internet recherchiert habe. Und da bin ich auf diese Serie aufmerksam geworden. 12 Folgen hat diese Serie. 13 Folgen hat die Serie, steht ja auch gerade. Wie gesagt, ist eine Art deutsches Twilight Zone. Merkwürdige Geistergeschichten, unerklärliche Phänomene. Kommt natürlich definitiv nicht ran an das Original Twilight Zone, ist jetzt auch keine Kopie, sind schon originelle Stories, aber den Geschichten fehlt so ein bisschen am Schluss so der Twist, was die Twilight-Episoden immer ausmacht, ist die Wendung am Schluss, das fehlt hier ein bisschen. Aber es waren auch gute Folgen dabei, auch mit etwas bekannteren Schauspielern der damaligen Zeit, wie hier, wer ist das? Monika Bleibtreu, Sky Dumont ist in einer Folge zu sehen, und noch ein paar Schauspieler, die ich jetzt nicht kenne.
aber die zu der Zeit in Deutschland recht bekannt waren. Es ist mal ganz okay, mal reinzugucken, für so 15 Euro oder was kann ich es empfehlen. Es gibt auch noch eine ähnliche Serie, ich glaube vom selben Macher, Unheimliche Geschichten heißt die, glaube ich. Oder seltsame Geschichten, also auf jeden Fall so ähnlich. Die spielt 10 Jahre später. Es sind auch wieder 13 kurze Folgen, 20 Minuten. Ja, ganz interessant, die Locations sind ganz interessant. Das spielt ganz in Deutschland, von Hamburg bis München ist alles dabei. Das ist ganz interessant. Also sie sind nicht wirklich gruselig, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber zum Reingucken ist doch mal ganz interessant. Dann ganz kurz, das habe ich gerade vor kurzem im Teli gefunden, habe ich auch noch nicht reingeguckt. Ein John Wayne Western, von dem ich noch nie was gehört habe. Blut am Fargo River. Ist auch ein ziemlich alter, von 1945 sogar. Kenne ich nicht, habe ich nicht, noch nicht reingeguckt, aber ich wollte mal kurz vorstellen. John Wayne geht ja eigentlich immer. Dann kurz aus der Videothek mitgenommen, habe ich beide noch nicht gesehen. Die Neuauflage von 21 Jump Street, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. War günstig, 3 Euro, deswegen habe ich es mitgenommen. Die Serie damals mit Johnny Depp war ganz okay. Habe ich aber auch nicht mehr als vielleicht 10 Folgen gesehen. Und das hier jetzt ja mehr auf Komödie gemacht. Ich glaube, die Originalserie war mehr Drama. Ich bin aber auch nicht sicher. Ja, mal schauen. Habe ich keine allzu große Erwartung. Vielleicht eine halbwegs interessante Action-Komödie. Und dann Total Recall, das Remake. Ich liebe Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Einer meiner Lieblings 80er Jahre Science-Fiction-Filme, wirklich sehr, sehr gut. Das Remake habe ich die Hälfte gesehen. Es war nicht schlecht, es war anders, es war ein bisschen düsterer, will ich sagen, aber ich weiß nicht, es hat nicht den Charme von der 80er Jahre Version. Colin Farrell in der Hauptrolle, ich weiß nicht, ich meine, es ist schwer, in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger zu treten, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Kate Beckinsale und wer spielt noch mit? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Jennifer Beal sind ganz okay, soweit, was ich gesehen habe. Aber wie gesagt, ich muss das Ende noch sehen. Okay, aber kommt natürlich bei weitem nicht ran an an das Original. So, jetzt kommen wir zum Horror. Leider, was heißt leider für mich? Yay. Fast nur Found Footage, die wahrscheinlich wieder keiner kennt. Ich gehe sie schnell durch. Als erstes haben wir hier The Speak, ein furchtbar langweiliger Film über ein altes Geisterhotel mit einer, die übliche Story, eine Filmcrew will dort drehen. Es passiert überhaupt nichts, es ist langweilig, es ist, furchtbar. Hier spielt Tom Sizemore mit in einer blöden kurzen Rolle. Nee, ich als Found Footage Fan sag no. Dann ein etwas interessanterer Found-Footage-Film, kein Horror in dem Sinne, sondern mehr ein Familiendrama, Exhibit A, über den Fall einer britischen Familie sozusagen. Der Familienvater gerät stark in Geldnot und dreht so langsam durch, was bis zum Ende dann, was dann so einem furchtbaren Ende führt. Ich möchte nicht alles verspoilern, man kann sich's denken. Sehr verstörend und sehr realistisch, muss ich sagen. Sowas passiert leider doch in der realen Welt allzu oft. Ein Film, der auch ein bisschen mit einem schlechten Gefühl hinterlässt. Also war sehr gut, aber kein klassisches Horror. Dann Unaware, ein Found-Footage-Film aus Amerika. Die amerikanische DVD, in Deutschland nicht erschienen, soweit ich weiß, über ein Pärchen, das in Texas eine Ranch besucht übers Wochenende und dann Kontakt mit Aliens treten. Sehr klischeehaft, sehr. Die Schauspieler sind nicht gerade dafür, dass man sie 70 Minuten lang sieht und gerade mal 3-4 Schauspieler mitmachen, machen sie ihre Arbeit nicht wirklich gut. Also sehr gestellt alles. Die Aliens, wenn sie vorkommen, sind ganz gut in Szene gesetzt. Was heißt ganz gut? Naja, man kann die billigen Masken schon stellenweise erkennen. 1-2 gute Schockelemente. Alien-Thema gibt es zwar auch schon einige, aber nicht allzu viele im Found-Footage-Genre, wie jetzt zum Beispiel ihre verlassene Irrenanstalten. Deswegen, das war ganz okay. Aber insgesamt nur ein mittelmäßiger Found-Footage-Film. Und jetzt kommen wir zu einem richtig klasse Found-Footage-Film. Auf dem habe ich sehr lange gewartet. Ich weiß nicht, ob der jemals in Deutschland rauskommt. Ich glaube aber, er lief in Deutschland im Kino. Es ist ein türkischer Found-Footage-Film und auch die DVD ist aus der Türkei. Allerdings, da ich kein Türkisch spreche,
ist aber glücklicherweise eine englische, Untertitel sind dabei, keine englische Tonspur, es gibt nur die türkische Tonspur, aber englische Untertitel und so konnte ich den Film wenigstens verfolgen. Sehr gruselig, ich würde sagen, Paranormal Activity mit türkischer Mythologie, sehr gut gemacht, sehr überraschend und auch vielleicht ein bisschen, der Film geht glaube ich, oh Gott, wie lange geht er, das sehe ich jetzt hier nicht, ich würde mal sagen, 119 Minuten, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er relativ lang, vielleicht ein bisschen zu lang, man hätte einige Stellen vielleicht kürzen können. Aber sehr gruselig, sehr spannend, ein türkisches Paranormal Activity, was mir gut gefallen hat, allerdings auch mit vielen eigenen Ideen und kein reiner Abklatsch. Deswegen hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob und wann es mal eine deutsche DVD gibt, aber falls der mal in Deutschland rauskommt, kann ich ihn nur empfehlen. Dabbe Birchin Vakasse oder wie man das auch immer ausspricht. Dann ein Found-Footage-Film aus Deutschland. Ja, man glaubt es kaum, ist relativ vor kurzem erst erschienen. Und zwar Raw, der Fluch der Grete Müller von dem mehr oder weniger bekannten deutschen Regisseur Marcel Walz. Ich bin nicht der größte Fan von seinen Filmen, aber natürlich großer Found-Footage-Fan und deswegen musste ich mir den hier holen. Ich bin zweigeteilt. Es war kein kompletter Reinfall, aber es war jetzt auch keine Offenbarung. Die ersten 30, 40 Minuten fühlen sich wie ein kompletter, aber wirklich ein kompletter Blair Witch Ripoff. Fast einige Szenen sind fast meines Erachtens 1:1 kopiert worden. Drei Freundinnen machen sich auf in den Wald, um die Legende der Grete Müller nachzugehen, die eine Hexe war und verbrannt worden ist im 17. Jahrhundert und noch einen Sohn geboren hat, der aus ihren Überresten gezogen wurde und der Teufel sein soll. Dann geht's los, eine verschwindet, das Übliche. Das Ende war ziemlich lahm, muss ich sagen. Die Schauspielerinnen sehen gut aus, auf jeden Fall, aber schauspielerisch nicht gerade Top-Niveau. Die Schockelemente sind so lala, es ist okay. Einige schöne Aufnahmen sind dabei, aber zwiegeteilt, also ich weiß nicht. Und mir ist auch aufgefallen, auf jeden Fall, irgendwie hat jemand die DVD, die Blu-ray nicht richtig getestet, wie es aussieht, denn eine Texttafel ist zweimal aufgetaucht, die da bestimmt nicht hin sollte, das war irgendwie ein Fehler, keine Ahnung, Schneidfehler oder sonst was. Das sollte man vielleicht doch besser achten, wenn man die DVD in den Handel bringt und dafür 12,99 verlangt. Aber gut, das sind doch Kleinigkeiten. Da gibt es Schlimmeres. Nicht der beste Film, aber auch kein reiner Reinfall, würde ich sagen. Dann habe ich mir jetzt endlich mal nach langer Zeit Rec 3 auf Blu-ray geholt. Jetzt habe ich die ganzen Recs beisammen. Es kommt ja noch ein vierter Teil. Allerdings habe ich Rec 3 noch, oder habe ich Rec 3 schon mal vorgestellt? Falls ich den schon mal vorgestellt habe, verzeiht mir bitte. Ich verliere dann doch den Überblick, was ich eigentlich schon vorgestellt habe und was nicht. Auf jeden Fall, Rec 3 habe ich noch nicht gesehen. Ist ja auch, viele finden gut, viele finden schlecht. Mal schauen. Spielt, glaube ich, nur die ersten 20 Minuten Found Footage Genre und dann wieder zum normalen Film. So, dann ein Film, noch auf, jetzt sind wir bei den Blu-rays, Lincoln hat mich sehr begeistert, will ich nicht sagen, aber hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen von Steven Spielberg und Oscar für Daniel Day-Lewis als Lincoln und das hat er auch absolut verdient, der spielt Lincoln ab und zu absolut überzeugend, also ich kann mir kaum jemand anderes in dieser Rolle vorstellen, ist vielleicht auch ein Ticken zu lang, aber wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Die Kostüme funktionieren, die Schauspieler funktionieren. Hat mir absolut gefallen und mal ein Oscar-Gewinner, dem ich auch wirklich zustimmen kann, dass er den Oscar auch gewonnen hat. Und dennoch, ich habe so gut wie in den letzten zwei Monaten überhaupt keine YouTube-Videos geschaut, deswegen bin ich wahrscheinlich der letzte Mensch hier auf YouTube, der das vorstellt, aber was soll's, jetzt zeige ich es halt mal. Ich habe natürlich mir auch die Limited Uncut Hero Pack von The Last Stand geholt mit diesen unglaublich fantastischen Cherry-Sternen, den ich jeden Tag trage oder auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich ein Video drüber machen, aber ich bin absolut nicht dazu gekommen, es hat sich nicht ergeben und ich bin jetzt echt wahrscheinlich der Letzte, der die vorstellt. Aber was soll's, schauen wir mal kurz rein. Den Film habe ich natürlich noch nicht gesehen. Obwohl ich eigentlich, den müsste ich mir auf jeden Fall jetzt mal als nächstes reinziehen. Hier haben wir wieder so ein Magnet-Wackel-Hologramm, die normale Steelbooks-Version mit dem Film.
Was haben wir hier? Postkarten. 1, 2, 3 Stück. Dann Aufkleber mit wahrscheinlich Sprüchen aus dem Film. Ich war trainieren. Ich bin hier der Sheriff. Du hast meinen freien Tag ruiniert. Ich fühle mich alt. Oh ja, ich auch. Den Poster, obwohl ich hier noch ein Poster habe von dem Film. Und ja, und natürlich, da ist er, diesen unglaublichen Sheriff-Stern, den ich fast täglich trage. Oder auch nicht. Ist ganz gut gemacht, ist hier auch kein billiges Plastik. Und ja, ist ganz nett. Für Sammler natürlich ganz interessant. Aber ich denke mal, dass der Film auch, dass es auch reicht, sich den Film mit der normalen Steelbook zu holen. Wie gesagt, den Film habe ich nicht gesehen, aber ich erwarte den üblichen Arnold Schwarzenegger Actionfilm mit coolen Sprüchen. Ja, das war's schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe wirklich sehr, dass mein nächstes Video nicht wieder so lang braucht. Bis dahin, aber macht's gut und wir sehen uns dann beim nächsten Video.